So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke und wir haben wieder eine kleine Challenge vorbereitet. Natururin wurde nämlich nominiert bzw. Wurde markiert. Der sollte bei, ich weiß gar nicht mehr wie er heißt, dem Typ da, der in den Wald rumgelaufen ist, der hat seine Füße barfuß, ist er in den Schnee rein, ja. Jetzt hat er da 120 Sekunden irgendwas ausgeharrt. Natururin hat gesagt, das macht er auch, weil er das machen sollte. Jetzt hat Natururin 4 Minuten barfuß im Schnee überlebt. Und ich habe schon gleich gesagt die ganze Zeit, dass das ja eigentlich total... Du kannst das so viel rumdrehen und rumfaken. Der eine ist mitten im Wald, stürmisches Wetter. Der andere ist mitten in der Nacht irgendwo in einer vereisten Stadt. Aber wenn es wirklich nur darum geht, barfuß im Schnee zu sein, ja? Ich habe jetzt hier hin am Haus eine Schneehöhle gefunden. Richtig genial. Und was seht ihr hier? Schnee und ein Stuhl. Deswegen werde ich mich jetzt auf den Stuhl setzen, werde meine Füße da rein tun, werde gucken, wie lange ich das aushalte, werde ein Bierchen trinken, werde euch hier hinstellen. Und weil das 6000 Abo Special auch noch aussteht mit den Humble Männern, mit den Jumping Jacks, werden wir das im Anschluss bei dem Video auch direkt noch machen. Erstmal gucken, wie lange ich es aushalte und dann, wenn eh das Bier auf ist, noch 6 Humble Männer hinterher zünden. Ihr seht, der Ramses, der ist ja schlau. Es geht ja nur darum, wie lang man barfuß im Schnee bleibt. Ich mache das nicht im größten Schneesturm. Ich mache das nicht mitten in der Nacht bei minus 20 Grad. Ich mache das hier in der prallen Sonne mit diesem Schneehäufchen. Das ist ja Schnee. Im Endeffekt ist es halt Eis, keine Ahnung, kein Schnee, aber es ist so warm. Ich glaube, da sitze ich morgen noch. Aber ich lasse mich mal überraschen, wie es auf die Füße wirkt. Wir stellen euch jetzt auf jeden Fall hier hin. Ungefähr so. Jetzt muss ich nur hier rüber watscheln. Muss mir mal hier mein Beutelchen nehmen. Den packe ich hier hin. Das lege ich mir zur Seite. Da möchte ich nämlich nachher irgendwann die Füße draufpacken. Ah. Jetzt ziehen wir einfach die Strümpfe aus. Junge, ich merke jetzt schon, die Jacke ist auch einfach viel zu dick. Warum eine Jacke? Das soll so aussehen, als wäre es übelst kalt, aber es ist nicht übelst kalt, es ist einfach übelst warm. Jetzt packen wir das weg. Ich werde das Video von Natururin nebenbei dann einblenden. Hier suche ich mir ein Bierchen raus. So. Extra heute gekauft dafür. Das gute 5-0er Dosenbier. Und so können wir jetzt gleich einfach hier sitzen in der Sonne, können das Wetter genießen und können gucken, ob wir die 4 Minuten aushalten, ob wir 5 Minuten schaffen oder mehr. Ich würde sagen, ich tunke ein, chill ein bisschen, blende Natururin ein und dann sehen wir uns danach wieder. So, jetzt der Herausforderung Start kommt. Oh, ich glaube, der Einstieg ist das Schlimmste, wenn du reingehst und erstmal so geschockfrustet wirst. Aber eigentlich müsste es nach der Zeit ja besser werden, weil das Eis über dir wegtaut, weil die Füße sich dran gewöhnen. Je mehr Hornhaut ihr habt, desto besser ist es sowieso für die Füße. Es fühlt sich jetzt eigentlich schon richtig unangenehm an, aber wenn ich jetzt natürlich direkt wieder rausgehe, dann wäre ich ja übelst die Pussy, deswegen bleiben wir einfach kurz sitzen, hoffen, dass das besser wird und fangen einfach mal an, Bier zu trinken, dann merkst du nämlich eh nichts mehr. Ja, also langsam merke ich was, also langsam kalt kommt. Oh. Ich glaube, ich habe gerade eine Spülglocke gehört. Halbzeit. Das ist auch einfach nur irgendein. Klingt wie eine Pausenglocke für irgendwas. Boah. Ah ja, das hier hinter mir, das leuchtet immer noch blau. Ich habe mir das aber trotzdem besser vorgestellt. Das Ding ist, der Kollege, der da drin gesessen hat, bei dem Waldstück, also der da rumgestanden hat, der hat am Anfang ja kurz seine Füße gefilmt und dann hat er die Füße immer bewegt, der ist immer so hin und her gelaufen und dann haben schon die Leute ja, kalt gesagt, kommt langsam ja, so ein bisschen. Füße nicht bewegen, still an einem Fleck, ja. Weil also ich bin da auf jeden Fall positiv von überzeugt, glaube ich. Das ist ja wie wenn ihr eure Hand auf die Herdplatte ja, legt und die ist heiß. Ja, bis jetzt 2 Minuten nur, also es mitzubekommen. Wackelt ihr hin und her, ihr müsst ja liegen bleiben. Das gleiche Prinzip ist auch das.
Der hat auch irgendwann aufgehört, seine Füße zu filmen. Der ist dann noch irgendwann hoch ins Gesicht, hat nur noch geredet. Ihr habt also gar nicht gesehen, was er da unten gemacht hat, ja? Das ist das nächste Problem. Jetzt, bei einer Achso, ich habe schon 2 Minuten durchgemacht. Ich glaube, also ich mache 3 Minuten. Die ganze Zeit gestanden. Der hat sich auch bewegt, aber der hat sich nur bewegt, weil er dann einen Schritt nach vorne gegangen ist und hat sich nochmal sozusagen einen neuen Schneehaufen gesucht. Das ist wirklich das Komische, weil wenn ihr an einer Stelle seid und ihr denkt, oh mein Gott, meine Füße, die frieren nicht, sondern die brennen. Die brennen so sehr, dass ihr die abkühlen müsst. Deswegen sucht ihr euch einen anderen Schneehaufen und tretet da rein. Das kühlt eure Füße irgendwie ab, obwohl die ja eigentlich kalt sind. Die sind eigentlich kalt und bitzeln. Trotzdem sucht ihr euch eine neue Stelle im Schnee, um wieder von vorne anzufangen. Also das ist irgendwie total komisch, oder? Das könnt ihr mir gerne erklären, wieso das so ist. Mittlerweile habe ich gesehen, die Nachbarn sind rausgekommen. Das tut mir jetzt leid. Ich wusste ja nicht, dass hier jemand läuft. Erstmal diese Füße hier im Schnee eingraben. Hier läuft sonst nie jemand lang. Füße gehen raus an die Nachbarn, wenn ihr das seht. Das fühlt sich voll cool an. Aber eigentlich wollte ich ja Bier trinken. Naturin soll reden, ich sag nichts. Ich hänge einfach hier in der Ecke. So. Ah, ich glaube, ich mache 4 Minuten. Die Jacke mal aufmachen, weil es so warm ist. Ja. Hätten wir hier noch einen Tisch hinstellen müssen, das Bierle drauf. Oder irgendwie so hier eine Schüssel Pommes hingestellt. Eine Familienpizza daneben. Das kann dauern. Das muss nicht dauern, aber das kann natürlich dauern. Denn ich muss jetzt schon sagen, am Anfang war es schlimm, aber jetzt, man merkt einfach nichts mehr. Also ich merke meine Füße nicht mehr und dementsprechend tun die ja auch nicht weh. Obwohl es ja eigentlich so ist, du gehst rein und irgendwann kannst du es dann nicht mehr aushalten und gehst deswegen raus. Bei mir ist irgendwie so, am Anfang dachte ich, boah, ja, ich glaube, das reicht ist ja so eklig. Langsam. Und jetzt denke ich nur so, hä? Wo bin ich? Ja, das ist ein schöner Nebeneffekt, aber wir sitzen einfach mal hier und warten einfach ab. Ich weiß nicht, ob es überhaupt erlaubt ist zu sitzen. Der hat ja gestanden, der hat auch gestanden. Aber solange die Füße im Schnee sind, ist ja eigentlich egal. Denn ich glaube, bei mir wäre dann das Problem, nicht dann die Füße im Schnee zu lassen, sondern einfach 10 Minuten an einer Stelle zu stehen und sich nicht zu bewegen. Deswegen habe ich mir gedacht, ist das schlauer, sich den Stuhl zu holen und den Stuhl hinzustellen. Sieht doch besser aus, oder nicht? Wirkt nicht so krampfhaft. Oder ist es einfach nur faul und dreist? Ich weiß es nicht. Das könnt ihr ja entscheiden. Schreibt es einfach mal rein, was ihr dazu denkt. Ich habe auf jeden Fall noch genügend am Start. Ich habe mir nämlich noch ein Bier mitgebracht. Und da habe ich dann noch ein Bier. Das müssten, glaube ich, 6 Stück sein. Ich kann eh nur so lange machen, bis das aufnimmt. Wenn der Akku irgendwann leer ist und es nicht mehr filmt, dann ist ja eh rum. Aber vielleicht dauert es auch nicht so lange. Wenn ich jetzt eine Anzeige hätte und wüsste, ich bin über 4 Minuten, könnte ich theoretisch auch aufhören. Oder wir bleiben einfach sitzen und warten ab. Ja, wir warten einfach ab. Wir gucken einfach, was passiert. Außerdem müsst ihr eh bis zum Schluss dranbleiben, wenn wir noch die Jumping Jacks machen wollen. 6000 heißt 6 Stück. Das heißt, bei 7000 mache ich dann 7 Stück. Fertig. Eigentlich habe ich was ganz anderes geplant gehabt. Ich wollte schon ganz lange Zeit zum Bismarckturm. Wollte mir da was aufbauen und wollte dann so einen Stunt machen, was Spektakuläres, ja. Wie beim Wrestling oder so. Wollte das als Special nehmen, einfach mal was Sinnloses. So ein 10-Sekunden-Video, einfach nur BÄM und fertig. Aber ihr wolltet Jumping Jacks. Und weil Jumping Jacks wahrscheinlich auch nur 6 Sekunden dauern und 6 Sekunden Video muss man nicht hochladen, mach mal halt das. Wir verbinden das. Wir verbinden diese Barfuß-Challenge mit Jumping Jacks.
für Level 47. Sag mal, mit maximal deine machen. Komisch, dass die Frage mich bestimmt 10-mal am Tag erreicht. Da steht ja einfach nur da, schaffen 3er Raid mit maximal so. Laut Niantic, die wissen ja eh nicht, was sie machen, du kannst genauso gut auch einen 5er Raid machen. Mit 19 anderen Leuten. Also wenn ihr zu 20 einen 5er Raid macht und du nur 1500er Pokémon nimmst, oder WP10, ist das automatisch auch geschafft. Also da steht ja nirgendwo was von Solo. Und alles, was besser ist, also statt einem 3er Raid ein 5er oder 6er, würde natürlich auch dazu zählen. Also ich habe auch zur, ich weiß nicht, Sarina gesagt, mach einfach einen 5er, nimm halt ein paar schwache Pokémon, lass dich durchziehen, fertig. Gerade noch eine Memo gehabt vom Stefan Landei. Wie? Bisa-Fan TV hat geschrieben, dem können wir auch mal zurückschreiben. Ich weiß nix. Gestern Abend noch normal mit ihr geschrieben. Hört ihr die Musik? Ja. Wird gleich wieder das Video geclaimed. Copyright. Also ich weiß nicht, wie weit ich jetzt bin. Ich weiß nicht, wie lange ich bin. So. Könnten gefühlt schon 5 Minuten sein. Wenn ich einmal anfange zu reden, dann zieht sich das ja eh immer. Kann also sein, dass wir schon die 5 Minuten erreicht haben. Ich habe ja eh noch ein Bier, ne? Kein Problem. Ich weiß nur trotzdem nicht, momentan fühlt es sich so an, als könnte ich wirklich einfach ewig hier sitzen. Sitzen bleiben, einfach nur sitzen, nichts machen. Einfach nur Bier trinken. Ist natürlich nicht so pralle, wenn das Video eine Stunde geht, dann guckt sich ja keiner an. Aber egal. Wir warten einfach noch kurz, mal gucken, vielleicht frage ich mal Pupsi, was sie so macht. Ich kann ja mit ihr telefonieren währenddessen. Jetzt habe ich Zeit, obwohl die ist da, die macht gerade Blumenkohlauflauf. So, wunderbar. Wie gesagt, das ist halt der Unterschied, barfuß im Schnee. Wenn du das natürlich mitten in der Nacht machst, damit dich keiner sieht, und es da minus 20 Grad sind, dann ist das natürlich schlimmer, als wenn du das einfach tagsüber normal machst. Mitten in der prallen Sonne. Also habe ich gesagt, wenn ich die Jumping Jacks mache, wollte ich ja links und rechts eine Dose Bier in die Hand nehmen und das dann mit Bier in der Hand machen. Das heißt, wenn, dann bräuchte ich eh noch eine zweite Dose, die ich natürlich auch aufmachen muss. Und dann weiß ich gar nicht wo. Am besten ich lasse euch so stehen und mache das. Na, nee, das. Da ist die Wäsche vom Nachbarn. Nicht, dass da was vollgesaut wird. Ich stelle euch dann einfach hier irgendwo hin und dann machen wir das irgendwie und dann würde das sicherlich schon passen. Aber wir haben noch ein paar Minuten. Thank you.
Es ist so herrliches Wetter, einfach nur. Am liebsten würde ich jetzt hier einen Grill hinstellen, mit mir ein paar Steaks braten, Bratwurst, irgendwas, keine Ahnung. Ich glaube auch wirklich, wenn ihr normal hier sitzen würdet, würdet einfach nur barfüßig hier sitzen, einfach so, ihr würdet frieren. Komischerweise, dass ihr im Schnee hängt, dadurch friert ihr nicht, weil irgendwie die Füße gerade gewärmt werden, dadurch, dass sie in dem Schnee sind. So komisch es klingt, ich glaube wirklich, wenn ich meine Füße einfach nur hier so hinhänge, friere ich eher, als wenn ich die hier im Schnee habe. Ich rufe mal kurz Pupsi an, mal gucken, was die sagt. Außerdem kommen die Nachbarn auch irgendwann wieder. Und den will ich auch nicht auf den Sack gehen. Rufen wir Pupsi an, kurz. Das ist bestimmt nur, weil ich so eine dicke Jacke anhabe. Die schützt nämlich. Hallo, hier ist der Ispo. Geht's dann wieder? Hallo, hier ist die. Nee, da leider nicht. Da kommt nix. Ne? Ich ruf mal kurz den Ispo an. Moment, mal gucken, ob man das hört, ob man das mitkriegt. Einfach nur Ispo. Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach. Irgendwie will keiner mit mir reden. Ich rufe mal meine Mutter an. Moment, die hört bestimmt. Einfach mal Haustelefon. Da geht bestimmt was noch. Was nu? Obwohl, vielleicht schläft die auch noch. Es ist 13.30 Uhr. Die ist immer so nachtaktiv. Die macht immer die ganze Nacht durch. Ja, ich? Hallo, ich bin's. Hallo? Ja, sag mal, ich sitz gerade hier hinterm Haus, ne? Ach, jetzt ruft Pupsi an, toll. Ich sitz gerade hier hinterm Haus und versuche jetzt gerade diese Barfuß im Schnee-Challenge. Jetzt habe ich mir einen Stuhl hier hergestellt. Die Sonne scheint, es ist richtig gutes Wetter, alles ist super. Ich habe mir ein Bierchen aufgemacht. Ich hab eine dicke Jacke an. Jetzt sitze ich bestimmt, ich weiß es nicht, ich sitze bestimmt schon 5, 6, 7 Minuten. Und jetzt war mir gerade langweilig, ich habe gedacht, ich rufe dich einfach mal an. Und weiß ich nicht. Ich wollte ja Pupsi fragen, ob sie runterkommt, aber die hört nicht. Was meinst du denn, wie lange sollte man denn sowas machen? Ich meine, der eine Typ hat 2 Minuten. Natururin hat 4 Minuten und ist dann gegangen, aber wie gesagt, der hat es ja mitten in der Nacht gemacht. Da war es ja bestimmt deutlich kälter und alles schlimm. Und jetzt, wie ich mich gerade fühle, denke ich, ich könnte im Prinzip bis morgen früh hier sitzen, weil, weiß ich nicht, es ist halt angenehm, sozusagen. Ja. Ich weiß ja nicht, wie der Schnee ist, ob das kalt ist oder wie das ist jetzt hier. Theoretisch ist das ja auch gar kein richtiger Schnee. Theoretisch ist das ja auch alles sozusagen Eis. Das ist ja nicht fluffig, das sind ja hier so. Das ist ja Eis sozusagen, das sieht man ja auch. Und ich weiß nicht, ob das ein Unterschied ist, ob das Eis oder Schnee ist, dass das was macht. Ja, aber der Eis ist aber nicht so angenehm wie Schnee. Ja, das schmilzt ja auch. Das ist ja nur das Ding, es ist ja kein fluffiger Schnee durch die Wärme. Schmilzt er ja und dann kristallisiert er so. Deswegen ist es nicht dieser normale, puderige Schnee, der da rumhängen kann. Ich sag mal, ist Sandra jetzt schon da, ja? Ja, die macht gerade Blumenkohlauflauf. Ja, ich weiß doch auch nicht, aber wenn man sie. Du weißt doch, dass die Füße dann, du merkst es ja nachher nicht mehr. Das ist ja genau wie wenn man die Füße erfriert oder so. Ich glaube, dann mit der Zeit merkst du das, da spürst du die ja nicht mehr, da merkst du ja nichts mehr. Ich habe schon nach 2 Minuten nichts mehr gemerkt. Und seitdem, als ich frisch eingetunkt bin, hat das übelst gebitzelt und wehgetan.
Und dann so nach 2 Minuten habe ich gedacht, ach, jetzt geht's eigentlich, jetzt merke ich nichts mehr. Ja, du musst doch einfach mal deine Füße mal raustun. Ja, aber dann ist es ja vorbei, wenn ich die raustue. Oder die Zeit ist im Prinzip schon so, dass man sagt, ja, man kann die jetzt raustun, weil es würde ja wahrscheinlich jetzt eh unendlich weitergehen, sozusagen. Ja, ich würde das nicht mehr machen. Nicht, dass er hier, du weißt doch, was der Dings gesagt hat. Was? Wer? Was der Naturina gesagt hat. Was sagt er? Anja, der hat doch auch gesagt, wenn die dann schon abgefrieren oder was weiß ich denn hier, also wenn das so sehr gefriert dann, wenn das so... Ich weiß doch alle, wie ich das jetzt sagen soll. Dann müsste man da nicht trotzdem Schmerzen haben. Na, vielleicht nicht. Wenn dir irgendwas einfach so ab... Na gut, irgendwann dann merkst du nichts mehr, ja. Aber ich glaube doch nicht, dass ja. Von 2 Minuten da alles abfriert komplett. Wieder hast du das jetzt? Wieder hast du es jetzt? Ich weiß es nicht. Ich sitze bestimmt schon 10 Minuten jetzt da drin. Aber ist das doch nicht immer West? Nee, ich sehe ja die Anzeige nicht. Die Kamera steht ja ewig weit weg. Mit dir telefoniere ich doch jetzt auch schon wieder gleich 4 Minuten. Das heißt, es sind schon wieder 4 Minuten mehr. Dann sind es ja vielleicht gleich schon 15 Minuten oder irgendwas. Ja, dann hör doch jetzt auf damit, dann mach doch mal Schluss. Das reicht doch eigentlich, oder nicht? Ja, ist ja gut, musst du nicht gleich durchdrehen. Ich weiß ja nicht, was so eine Art ist hier. Jetzt ruft Ismo zurück. Ich kann mir das nicht vorstellen jetzt hier. Ja, ich frag mal Ismo, was der sagt. Bis später, tschüss. Nee, machen wir raus. Ja, ist sofort. Tschüss. Deine Füße raus. Hallo. Hallo. Du hörst dich aber nicht so gut an. Ja, ist der Ismo. Ja, ich weiß, dass er der Ismo ist. Sag mal, ich sitze immer noch im Schnee, schon bestimmt seit 15 Minuten. Meinst du, man soll da einfach rausgehen, weil sich eh nichts mehr tut, oder? Ja, nee, was? Natururin hat doch so eine Challenge gemacht, barfuß im Schnee. Und dann hat er 4 Minuten seine Füße in den Schnee getunkt und dann ist er raus und hat gesagt, ja, das reicht jetzt. Und ich sitze jetzt schon, was weiß ich, eine halbe Ewigkeit, weil es ist schönes Wetter, die Sonne scheint. Ich habe mir ein Bierchen aufgemacht und ich glaube, wenn es so weitergeht, ich könnte eigentlich bis heute Abend hier sitzen, ohne dass sich noch irgendwas tut. Weil ich merke meine Füße eh nicht und deswegen ist es auch nicht unangenehm und deswegen müsste ich auch nicht sozusagen aufgeben. Ja, bleib halt sitzen, siehst du. Mama hat gesagt, geh raus, bist du bescheuert, das ist doch jetzt gut. Und der ist wohl wieder, bleib halt sitzen. Das ist der Unterschied. Außerdem muss ich ja noch 6 Hammelmänner machen dann. Ja, ich hoffe gar nichts mehr auf jeden Fall, wenn du dann so lange sitzen bleiben, bis du die Zeit geschlagen hast, oder nicht? Ja, aber er hatte doch 4 Minuten und da bin ich ja schon längst drüber. Ja, nur er, oder was? So. Also wenn es nur nach der Zeit geht, dann kann ich ja raus, sozusagen. Ja, aber wenn ich länger sitze, ja, ich fordere einen raus und der muss dann ein Jahr warten, bis wieder Schnee kommt, sozusagen, weil jetzt nur noch hier die Reste sind. Ja. Außerdem kann ein anderer ja die Zeit, die man hat, von alleine überbieten und dann man selber beim nächsten Mal wieder die Zeit so. Man muss ja nicht gleich... Wenn einer 4 hat, dann reicht es ja, wenn man 5 macht. Dann kann der nächste 6 machen. Dann kommt der nächste mit 7. Wenn einer 4 macht und du machst eine Stunde, dann sagen alle, pff, kein Bock. Dann ist das ja von vornherein schon tot. Ja, dann gehe ich gleich raus. Ich mache noch meine Hammelmänner. Ich rufe kurz Pupsi noch zurück. Und dann, wenn ich oben bin, rufe ich dich wieder an, okay? Also Hammelmänner, okay. Ja, die sind wichtig. Die gehören dazu. So, tschüss. Dann nochmal Pupsi anrufen. Ist alles gut? Ja, ist alles gut. Jetzt habe ich schon mit Ismo telefoniert und mit der Mama telefoniert. Ich bin mir nur unsicher, ob ich jetzt raus soll oder nicht. Aber die Zeit vom Natururin habe ich ja bestimmt jetzt getoppt. Und bringt es jetzt was, wenn ich jetzt eine Stunde hier sitze und es dann eine Stunde geht? Nee, oder? Okay. Ja, dann kein Ding, dann. Hast du mal gesehen? Ich finde die Familienpizza ist beim Abo voll teuer. Ich dachte 25 Euro oder so. 28. Ja, die haben es erhöht. Solange sie noch nicht 30 kostet, ist doch alles gut. Ja, ich meine ja nur.
Musst ja keine nehmen, kannst ja auch Blumenkohlauflauf machen. Deine Koch kostet 30. Hallo? 30? Ja, die Koch. Ja, da ist ja auch genügend drauf. Und die Club. Da ist ja auch Spinat und da ist ja auch Brokkoli und da ist Ei und da ist was weiß ich nicht noch alles. Deswegen muss sie auch teuer sein. Außerdem, nee, dann nimm halt eine Margarita als Familie und dann bezahlst du 5 Euro, fertig. 17 kostet die Margarita als Familie. Siehst du, das ist schon ein Unterschied von 17 zu 28, hast du schon, ne? Na, die La Maggiore kostet 27, laut der Karte. Irgendwie höre ich hier die ganze Zeit so chinesische Restaurantmusik. Ich weiß aber nicht, wo die herkommen. Irgendwie so ästherisch alles. Naja, dann ist gut, dann nehme ich mir jetzt die zwei offenen Biers, die ich habe, und dann gehe ich raus und dann... Ne? Bye. Ja, bis gleich. Liebe. Liebe. Tschüss. So, ich habe mich jetzt bei den drei wichtigsten Personen in meinem Leben abgesichert. Ne? Die sagen auch, das hat keinen Sinn, das ist doch Schwachsinn. Nee, hör doch jetzt auf hier. Wie soll denn da jemand, wenn du da so eine Stunde sitzt, noch sagen, ja, ich probiere jetzt eine Stunde und eine Minute, das ist doch Quatsch. Deswegen eigentlich bei 5 Minuten hätte man sagen können, gut, wir haben jetzt 5, können wir jetzt raus, fertig. Wie gesagt, es sind andere Umstände, die Sonne scheint hin und her, das ist kein Schnee, das ist Eis, trotzdem. Ich kann euch gleich mal den Fleck zeigen, wo ich gesessen habe. Wir brechen jetzt ab. Ich gehe mal kurz hier nebendran, und zwar drehe ich einmal hier rein. Und dann drehe ich einmal hier rein. Und wie schon gesagt, wenn ihr die Stelle wechselt und woanders reintretet, ist das neue Frische theoretisch viel kälter als das, wo ihr drin wart. Aber trotzdem, solange ihr noch was unter den Füßen habt, ist ja immer noch was da. So, Moment. Weiter ist denn jetzt? Jetzt muss ich nochmal hier und da rumdrehen. Trampeln. Wir können eigentlich jetzt hier den ganzen Schnee entlang laufen. Guckt euch das an. Das ist doch genial. So, ich zeige euch mal die Stelle hier. Ich gehe mal auf mein Handtuch. Hier habe ich jetzt also gesessen die ganze Zeit. Da sieht man die zwei Fußspuren. Da sind die Zehen, da ist ein Zigarettenstummel. Da sind die Zehen. Also das sind die Abdrücke, wo ich gerade gesessen habe die ganze Zeit. Ich sehe, das geht schon 27 Minuten oder irgendwas. Ich mache mal kurz Pause, trockne mich mal ab. Räum hier ein bisschen auf und dann machen wir noch die 6 Hampelmänner für die 6000. Und dann müsst ihr da eigentlich zufrieden sein. Dann ist das voll das extrem sinnlose Abo-Special. Aber wir haben die Challenge und das Abo-Special in einem gemacht. Also bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Ne? Ich habe eben gedacht, okay, baust du die Kamera schnell auf hier beim Mülleimer und machst du kurz deine Jumping Jacks. Da habe ich ja voll Bock drauf. Da kam natürlich der Nachbar dann raus, seitdem macht er da in seinem Garten rum. Jetzt war es mir peinlich, da rumzuhüpfen, wenn er in seinem Garten rummacht. Und für ihn wollte ich das auch nicht, wenn er sich dann beobachtet fühlt oder so und ich da rumfilme. Habe ich gedacht, gehe ich einfach so eine kleine Nebengasse rein, stell da was auf, gehe da einfach eine Tür auf, kommt da jemand raus. Ich denke, toll, wenn das jetzt mittendrin passiert wäre, das wäre auch ultra peinlich. Aber egal, wir sind jetzt hier, ich habe euch jetzt hier hingestellt. Hier ist keiner, hier ist nämlich abgesperrt. Das heißt, vor und hinter mir können Leute zwar lang, aber nicht direkt hier. Ich habe mich jetzt auch nackig gemacht. Meine zwei Biers habe ich auch am Start. Habe ja gesagt, wenn ich das mache, nehme ich zwei Bier in die Hand. Eins links, eins rechts. Können wir mal kurz einen Schluck trinken. Einmal rechts. Einmal links. Und eigentlich ist es mir extrem peinlich, aber ich laufe jetzt einfach einen Schritt zurück. Ich sehe euch leider dann nicht mehr. Ich muss jetzt abpassen, wo man das so sieht, dass ich dann ganz drauf bin und versuche dann einfach mal 6 Hampelmänner zu machen. Mit Bier in der Hand. Für das 6000 Abo-Special. Wir gehen einfach hier bis zu der Linie. Fertig. Oh, du Scheiße. Drei, vier, fünf, sechs. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das zählt. Einmal bin ich einfach komplett weggerutscht. Das Bier ist auf jeden Fall am Start. Wir werden das natürlich jetzt noch trinken. Also danke an euch. Danke an alle, die mich immer unterstützen und wegen denen ich mich jetzt fast hingelegt hätte.
Stone Cold Steve Austin Manier. Jetzt kurz mal die Hand wechseln. Das andere noch. Wer es bis hierhin geschafft hat, ich glaube, das lade ich extra noch mal hoch, egal. Ich will keinen zwingen, dass er sich das alles anguckt. Diese 3 Stunden im Schnee rumsitzen, deswegen. Ich lade es einfach extra noch mal hoch. Als kleines Highlight, aber erst später. Erst wenn es eh alle schon gesehen haben. Prost auf euch, Prost auf die Community. Danke an alle, die mich unterstützen. Und mal gucken, wann wir die 10.000 erreichen. Ne? Dann muss ich von der Brücke springen. Das steht ja jetzt eh schon fest. Mit einem Kasten Bier in der Hand. Woo! Klingt das nicht genial? So, das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Grüße an der Turin. Vielleicht als kleine Challenge. Mach auch mal 6 Jumping Jacks mit 2 Dosen Bier in der Hand. Das wäre doch genau deins. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Und ihr kennt die ganze Geschichte.